Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Mind. Was in uns geschieht, ist oft das Wichtige, um Heilung oder überhaupt auch aus der Sicht der Medizin und des Lebens überhaupt ein erfülltes oder ein gesundes Leben führen zu können. Wir haben heute zwei liebe Gäste bei uns, die das von ganz scheinbar unterschiedlichen Standpunkten aus diese Thematik leben und auch in dem, wie sie arbeiten, nutzen. Gerhard Schlepphorst, wir haben schon Sendungen gemeinsam haben dürfen, wo es um ganz besondere Phänomene auch gibt, die du, wir kennen uns schon lange, deswegen gibt es schon ein Du, die dir möglich sind, also sogar zu fotografieren. Und Ralf Mohren als Begründer der SOL-Hypnose, der dort einen Weg gefunden hat, also gar nicht primär von der Medizin kommen, sondern aus dem Leben, sogar aus dem Wirtschaftsleben, wo, wenn es vielleicht auch dort nicht so gut klappt, Dinge im Hintergrund sich abspielen, die wir vielleicht gar nicht immer verstehen können, die aber eben nicht gut sind. Und das gemeinsame Thema soll deswegen heute sein, wie könnte das vielleicht gelingen? Gibt es Hintergründe, die wir verstehen können? Und wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt, zum Beispiel Selbstliebe, ein wichtiger Punkt. Nun steht schon im Neuen Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das mag einen tieferen Grund haben, den wir vielleicht gar nicht alle im Alltag umsetzen oder verstanden haben, aber der einen wichtigen Aspekt dort auch haben könnte. Und aus den unterschiedlichen Perspektiven des Fotografen, des Liebhabers der Tiere, unter Menschen. Und Sie, Herr Mohren, der ist jemand, der diese ja nun auch deutschlandweit aktive Bewegung und auch Therapieangebot auf den Weg gebracht hat und wo sich mittlerweile auch viele Erfahrungen immer wieder auch nicht wiederholen, aber bestätigen lassen. Herzlich willkommen. Danke. Selbstliebe. Ja, wie machen Sie das den ganzen Tag? Es war auf einem Kongress, als mir das Thema Eigenliebe regelrecht um die Ohren gehauen wurde, weil alles, was da rumläuft, fleuchte, damals sehr viele jüngere Damen mit Flügelchen und Krönchen und ihr müsst in Liebe sein und Liebe schicken und die Liebe fluchte alle so durch die Gegend und dann habe ich dann irgendwann gefragt, so bitteschön, wer von euch kann mir jetzt sagen, worüber ihr redet? Und sprangen da so ein paar junge Frauen auf, du weißt doch, was Liebe ist? Ich sage, ja, was ich mir vorstelle, aber darüber, was ihr hier heute redet, muss ich sagen, nein, ich weiß es nicht. Und dann wieder zu Hause habe ich dann meine Tochter gefragt, Ute, wir müssen mal fragen, was Liebe ist. Und da guckt die mich ganz groß an und fragt, was willst du wissen? Ich sage, ja, Liebe. Und dann kriegten wir, habe ich gefragt, so wie könnt ihr mir denn Begriff Liebe erklären von oben. Und da hieß es, Liebe ist kein Begriff. Liebe ist das größte Gut der Menschheit und des Universums. Sie ist gleichzusetzen mit dem göttlichen Licht. Liebe ist Gefühl pur, ein Gefühl des Gebens, des Nehmens und der allumfassenden Wärme und der Aufrichtigkeit. Und da ich heute weiß, ich muss alles hinterfragen, habe ich auch gefragt, wie muss ich denn jetzt die Aufrichtigkeit verstehen? Und da hieß es, wenn ihr in Liebe seid, könnt ihr selten verletzend sein, aber aufrichtig. Wenn ihr etwas nicht sagt, um den anderen nicht zu verletzen, dann seid ihr nicht in Liebe. Dann seid ihr nicht aufrichtig. In dem Fall
ist es besser, verletzend zu sein? Dann kann sich der andere auf euch einstellen. Wenn wir jetzt heute, und das wissen wir alle drei, dass alles Schwingung ist, und wenn wir etwas nicht sagen, weil wir den anderen nicht verletzen wollen, dann baut sich das in uns auf. Immer mehr. Und da hat man uns auch mal gesagt, ihr könnt nur geben, was ihr wirklich seid und nicht das, was ihr gerne sein wollt. Also ist es nach der allgemeinen Auffassung, wenn wir wie Liebe interpretiert wird, habe ich dann gedacht, das sieht ja mehr nach Egoismus aus. Aber wenn man weiß, dass es Schwingung ist und dass nur wenn wir innen frei sind, jeder andere von uns das merken kann, dass eigentlich dadurch, dass wir ja mit dem ganzen Universum in Verbindung stehen, dass unsere miese Laune, sagen wir es mal so, oder die wir verborgen haben, uns eigentlich nur blockiert. Und sie ist immer da. Also das heißt, wir leben, manche leben in der Illusion, dass wenn ich einen Widerstand oder ein schwieriges Gefühl habe, dass das dem anderen verborgen bleibt. Das ist schlicht und einfach unmöglich. Das ist nicht so, ja. Genau. Also wir gestrahlen Gefühle genauso aus, wie wir auch Licht und andere Wellen wahrnehmen. Ja. Ich habe da so ein Buch dazu geschrieben, wo es genau darum geht, dass wir verstehen, dass Gefühle wie Handywellen sind. Und natürlich, wenn ich ein Gefühl der Liebe von mir ausgeht, wirkt sich das zuerst bei mir aus. Ja. Ja, also es geht gar nicht anders. Es ist im Grunde wieder diese absolute Einfachheit, von der wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Genau. Ja. Das eröffnet sich bei uns auch in unseren Hypnosen. Wir bringen jemanden, also meine Kollegin oder ich. Es könnte sein, dass einige der Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht wissen, weil sie die anderen Sendungen noch nicht gesehen haben, was genau SLL-Hypnose ist, wer zu Ihnen kommt, dass man das vielleicht noch mal ganz kurz sagt. Ich erkläre das ganz kurz, ja. Ja. Eigentlich komme ich aus der Technik, bin Ingenieur vom Beruf. Meine Kollegin, die gemeinsam mit mir die SLL-Hypnose entwickelt hat, kommt eher aus dem medizinischen Beruf, ist Physiotherapeutin. Wir haben uns über die Energiearbeit, über das, was der Schlepphaus gerade auch ausgedrückt hat, auch kennengelernt, haben dann aber gesagt, das, was wir intuitiv wahrnehmen, ist das eine. Wir möchten aber gerne es verifizieren. Wir möchten gerne in freier Sprache direkt mit dem Unbewussten kommunizieren können. Dann haben wir uns mit Hypnose beschäftigt und haben dann festgestellt, dass wenn wir in sehr, sehr stark vereinfachter, bin ich ganz bei Ihnen, reduzierter Form die Energiearbeit anwenden, aufs Wesentliche gehen und das mit einer ganz neutralen, klassischen Hypnose verknüpfen, kann man sehr, sehr tiefe Trancezustände erreichen. Ein tiefer Trancezustand ist ein sehr tiefer Entspannungszustand, der so tief geht, in tiefsten Trancen, dass sich die Augen öffnen und man keine Pupillenreaktion und keinen Lidschussreflex hat. Aber wenn man das subjektiv das empfindet, man sei gar nicht in Hypnose. So ungefähr hat man sich das vorzustellen. Also ein Zustand eingeschränkter Kritikfähigkeit bei gleichzeitig erhöhter Aufmerksamkeit. Und wenn wir in solchen tiefsten Trancen fragen, woraus besteht denn eigentlich alles? Gibt es so etwas wie Materie oder so? Ist die Antwort systematisch unter Verwunderung, unter Lachen, wie man überhaupt eine solch dusselige Frage stellen kann? Alles ist Licht, da sind wir absolut d'accord. Das sagen alle Menschen, die in Trance, die in dieser tiefen Hypnose sind? Tiefster Trance sind, das sind alle Menschen, die wir klassifizieren das noch so ein bisschen, in einer tiefen Trance liegt zumindest die Information darüber vor, das tiefe innere Wissen in tiefsten Trancen, vielleicht etwa 5-10% aller tiefen Trancen,
ist es so, dass tatsächlich man sich selbst und alles andere als reines Licht wahrnimmt. In diesem Licht, in dieser Dimension des Lichts gibt es weder Zeit noch Raum. Das ist alles miteinander verbunden und dieses Licht wird erfahren als unendlich, sprich nicht endend, allmächtig. Und die Frage ist, und auch, dass alles aus diesem Licht besteht. So, wenn alles aus diesem Licht besteht, ist auch alles in diesem Licht enthalten. Dieses Licht wird wahrgenommen als etwas, was bedingungslos liebt. Nichts fordert, einfach bedingungslos gibt, liebt und sich selbst durch alles, was existent ist, so auch durch jeden einzelnen Menschen erfährt. Ja. Nämlich durch die bewusste Lebensführung des Menschen. Mhm. Ja, klar, wenn ich mir vorstelle, ich sei allmächtig und könnte mit einem Fingerschnipp den Mond vom Himmel holen und mit dem nächsten Fingerschnipp da ein Schiff von 100 Kilometern Länge bauen, das wäre total langweilig. Wenn ich aber meine Allmächtigkeit, so wie dieses Licht, in alles gebe, was existent ist, kann ich mich durch alles erfahren, was existent ist. Und in tiefen Trancen immer gefragt, beispielsweise, hast du eine Seele oder bist du eine Seele, je nachdem. Man kann auf beides antworten. Ja, die Seele ist da. Und wenn man dann fragt, ist die Seele immer Teil dieses allumfassenden, bedingungslosen, dieser Liebe, dieses Lichts? Ja, klar. Hm. Ist die mit allem verbunden, was existent ist? Jawohl, ist sie. Ja, dann wäre das Nächste, dann ist sie auch mit all deinen Seelenanteilen verbunden. Kannst du die auch zufließen lassen, falls dann Seelenanteile getrennt sind, was des Öfteren vorkommt. Denn, kurz gesagt, in diesem erweiterten Bewusstseinszustand einer tiefen Trance können wir Menschen, unsere Klienten, zu der Situation führen, die das heutige Leben am meisten belastet. Und das ist systematisch in weit über 1500 Hypnosen zwischenzeitlich in den letzten 12 Jahren aufgetreten. Entweder ein Trauma. Dieses Trauma kann sein, kann vorliegen in diesem Leben, kann aber auch im Tag der Geburt sein, in der pränatalen Phase oder in einem früheren Leben. Also ein Trauma. Oder die Seele ist getrennt oder fühlt sich getrennt zumindest. Oder es ist eine Fremdbeeinflussung in Form einer Fremdenergie da. Auf diese drei Merkmale ist das zu beschränken. So, und das ist etwas, also Fremdenergie könnte sein, dass es Zuschauer gibt, die das so noch nicht gehört haben. Mhm. Also es gibt sozusagen in diesen tiefen Trance, wo wir nicht schützend mit dem Verstand dazwischen quackern können, das Erlebnis dass, oder die Feststellung, dass etwas geschieht, was nicht wirklich ureigens zu mir gehört? Oder wie könnte man das beschreiben, dass das jemand, der es noch nicht so gehört hat, was damit anfangen kann? Wenn sich dieses Licht durch uns erfährt, und das erfahren wir systematisch, dann kann es sich am besten durch uns erfahren, durch jeden einzelnen Menschen, wenn jeder Mensch sein Leben genauso leben kann, mit seinem eigenen freien Willen, wie er es leben möchte. Mhm. Ist da aber eine wie auch immer geartete Fremdenergie drin, das heißt eine fremde Bewusstseinsenergie, die sich mit durch dieses System von Körper, Geist und Seele des Menschen ausdrücken möchte, dann hat der nur zu 80% oder 70% oder 60% einen freien Willen und den Rest nimmt dann eine wie auch immer geartete andere Energie ein. Also eine Information, die so viel Macht hat, dass man von dem, was man sein könnte, ein Stück abgehalten wird? Die kann so viel Macht haben, dass Menschen in die Psychiatrie eingewiesen werden. Ich bin davon überzeugt, dass viele, die meisten Menschen, die mit einer gespaltenen Persönlichkeit in der Psychiatrie sediert werden, dass die eine Fremdenergie haben. Wir haben ja schon mal in einer anderen Sendung auch ein wissenschaftlich begleitetes Buch und Beispiel von dem Herrn Wickert. Das ist ein Psychiater aus den USA, der zu Hunderten
psychiatrisch schizophrene, also zum Teil auch gewalttätige Menschen durch eine einzelne Sitzung quasi von dieser Fremdenergie, was immer auch das jetzt im wissenschaftlichen Sinne ist, jedenfalls diese Menschen waren davon geheilt. Und eine Begleiterin, das war seine Frau, hatte für kurze Zeit diese Symptome. Und diese Information, die dort drin stand, wurde letztlich dann eingeladen zu entweichen oder rauszugehen. Mit dem Effekt, dass von Anfang an der psychiatrisch Kranke völlig normal war, sich das Ganze mit angeschaut hatte, die Frau hinterher gar nichts von wusste und es blieb stabil. Und das ist wissenschaftlich gut dokumentiert. 30 Jahre unter den Toten heißt das Buch. Und das ist für alle, die sagen, was erzählen die sich denn hier, die drei? Eine Möglichkeit, wenn es einen überhaupt interessiert, sich dort einen Anschluss zu gewinnen an diese Art der Arbeit. Und das ist eben auch etwas, wo wirklich diese Information, wenn sie nicht mehr da ist, dem Menschen, der war wieder so wie vorher. Und ist meistens durch eine ganz merkwürdige, kurze Unfallsituation oder so komisch geworden. Also danke für dieses Beispiel und die Möglichkeit, jetzt in der SOL-Hypnose dort einen Zugang zu finden, was ja sozusagen, wenn ich mich auf die rote Couch lege, einmal in 14 Tagen oder vielleicht sogar wöchentlich, das sind die Privilegierten, wo aber sozusagen der Anschluss an solch eine Information wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist oder vielleicht gar nicht gelingen kann. Vielleicht gehe ich nochmal auf diese Fremdenergie ganz kurz ein. Eine Fremdenergie insofern, als dass diese Energie, diese Bewusstseinsenergie nicht zum ursprünglichen System aus Körper, Geist und Seele gehört. Das kann sein, eine liebende Verwandte, vielleicht eine Mutter, die Verantwortung, die dem Kind, dem vermeintlichen Kind, das mittlerweile eine Frau ist, die meint, ihr Kind schützen zu müssen, nicht in die eigene Verantwortung kommen zu lassen und dann nicht bei ihrem Tod beispielsweise ins Licht geht, sondern dann sich mit durch diesen Körper der Mutter, der Tochter ausdrückt oder im Körper, im Kind ausdrückt. Und das führte dann dazu bei einigen, dass sie jahrelang nicht weinen konnten, zum Beispiel nach dem Tod der Mutter. Dass sie genauso lebten, wie die Mutter gelebt hat, das Leben der Mutter führten. So, dann würden wir dann darauf fragen, ob jeder das Recht hat, sein Leben nach seinem eigenen freien Willen zu leben, Kurzform. Jawohl, wenn das würde dann verankert, ja gut, dann bitte schön in Liebe und Dankbarkeit die Mutter loslassen, damit die Mutter dann mit man alleine ist. Das wäre die einfache Form. Es gibt auch, in jedem Fall ist es so, es kann auch was ganz Fremdes sein, ja, also demjenigen, der es hat, ist es durchaus bekannt, der leidet auch in der Regel sehr darunter. Nur jeder hat das Recht, sein Leben nach eigenem freien Willen zu leben, damit sich dieses Licht durch denjenigen erfahren kann. Und wir bitten dann, dieses Licht auch uns dabei, unserem Klienten dabei zu helfen, diese Fremdenergie loszulassen. Also das Faszinierende ist, dass man praktisch oft an einem Tag in diesem tiefen Trance, wo sozusagen der Deckel oder die schützende dazwischen schnatternde Intellekt sozusagen schlafen oder sie Ruhe sein. Also sie kommen an die eigentlichen Dinge hinein und sie werden sichtbar und sie sind im Grunde genommen Thema Selbst- oder Eigenliebe. Ja. Also ich komme auch zu meinem Eigentlichen. Ja. Also behandelbar oder wir bekommen den Kontakt und wissen, wie es eigentlich gemeint ist. Und mit der Unterstützung der Begleitung kommt man zu diesem Punkt. Das ist ja, also man ist dann sozusagen wieder selber. Und wie gelingt es, dass man sozusagen die Mutter nicht bekämpfen muss in dieser Situation, sondern dass die, wenn sie zum Beispiel gestorben ist, hat sie ja
bei der Tochter eigentlich nichts zu suchen. Richtig. Unter uns gesprochen. Aber dass sie sozusagen dort, wo sie hingeht, auch weiß, dass es richtig für sie ist. Wie macht man das? Oder sie? Nur klar machen, dass die Tochter das Recht hat, ihr eigenes Leben in eigener Authentizität zu leben. Mhm. Ja, Authentizität heißt, ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Ja, und muss mich nicht verstellen. Das Thema hatten wir gerade auch hier mit der Akzeptanz. Ja. Ich darf so sein, wie ich bin. In der Regel ist es so, dass eine Blockade, wie auch immer die ist, oder ein Mix von allem, dann durch Fragen, Verankerung der Antworten abgebaut wird. Das Trauma zum Beispiel war die Situation, die du soeben durchlebt hast, eine Erfahrung. Ist es so, dass man da eine Erfahrung, wenn man einmal eine gemacht hat, noch einmal, dass man dabei etwas erlernt hat? Ist es so, dass man etwas einmal gelernt ist, noch einmal erlernen muss? Dann ist die Antwort nein. Ja, weil das Universum, jeder Gedanke, jedes Gefühl ist da abgespeichert. In dem erweiterten Zustand wissen, weiß man das. Ja, wenn man die Erfahrung nicht mehr machen muss, dann braucht ja diese Erfahrung auch nicht mehr zu belasten. Dann kann man alle Belastungen, die aus dieser Erfahrung, dieser traumatischen Erfahrung erwachsen, loslassen. Ja. Dann überlegen wir weiter, war denn nicht alles, was du jemals erlebt hast in deinem Leben, in deinem gesamten Sein, eine Erfahrung? Etwas Erlerntes, was man nicht noch einmal erlernen muss. Und dann kannst du auch alle Belastungen aus allen jemals gemachten Erfahrungen loslassen. Das ist so die Sache. Also Seelenanteile zusammenführen, Fremdenergie entfernen oder Trauma. Und dann ist der Weg frei für der Zugriff auf unbewusste Ressourcen, beispielsweise Gesundheit, Selbstheilungskräfte. Und da sind wir bei der Eigenliebe wieder. Ja, ich bin sehr sicher, und da sprechen wir garantiert die gleiche Sprache, wenn der Mensch auf tiefster Seelenebene, wie auch immer, seine vollständige Gesundheit angenommen hat, bei uns in der Hypnose, bei Ihnen über die Energie, ganz egal, auf dieser Seelenebene seine vollständige Gesundheit angenommen hat. Dieses Wissen um die vollständige Gesundheit, diese tiefe innere Sicherheit mitnimmt in den Alltag, das heißt, nicht Hoffnung lebt, Hoffnung ist Glaube mit Zweifel dran, sondern tiefe innere Sicherheit mit in den Alltag nimmt, dass Gesundheit eintritt und als drittes, ganz, ganz wesentlich, er auch eine Perspektive für sich erkennt, die er authentisch für sich erkennt, das heißt, einen Grund hat zu leben. Wenn diese drei Faktoren da ist, haben wir immer noch Selbstheilung erlebt. Und ich denke, das war bei Ihnen genauso, oder? Ist auch so in dem Zusammenhang, darf ich auch das sogenannte innere Kind noch mal erwähnen, was ja oft in den Kreisen genannt wird, das innere Kind, ihr müsst es pflegen. Habe ich auch alles hinterfragt, aber ist genau das, was Sie sagen. Es wurde uns gesagt, werdet wieder wie ein kleines Kind. Ja. Ein kleines Kind urteilt nicht, ein kleines Kind beurteilt nicht, verurteilt nicht. Ja. Wenn es im Sandkasten spielen geht, fragt es nicht, mache ich mich dreckig. Wenn es ein Bild malt, fragt es nicht, was denken die anderen darüber. Und da heißt es, das ist in euch verloren. Durch die Konventionen der Gesellschaft, durch das, was man euch vermittelt hat und durch das, was ihr denkt. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir in dieser Zeit, also bei mir liegt es jetzt fast 80 Jahre zurück, aber ich denke immer noch an meine Oma. Junge, das tut man nicht, das darf man nicht, das, ja. Und das prägt ja für viele. Und das ist genau das, was Sie auch sagen, wo wir diese Ebene haben, nicht mehr die Eigenliebe für uns zu stehen und auch nicht zu fragen, was machen die anderen. Wir sind hier, um unser eigenes Leben, um das Leben, den Weg unserer Seele zu gehen, den sie sich vorgenommen hat. Also es ist wunderbar beschrieben aus meiner Sicht, also dass jeder Mensch möchte gemocht, geliebt und wertgeschätzt werden. Und wir projizieren das nach draußen. Also ich passe mich an im Verhalten, damit meine Mutti mich lieb hat. Eine bedingte Liebe. Und wenn ich dort nicht sehr unterstützt werde, und das ist heute in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich,
lerne ich zunächst erstmal, das wirklich über andere Personen wahrzunehmen, dass es so etwas wie Liebe gibt. Und die Besonderheit des Erwachsenen, der das innere Kind ja auch mit sich weiterträgt, kann zum Beispiel in der SOL-Hypnose durch die Arbeit, die du führst oder machst, sozusagen sich dort wieder an die eigene Ressource anzubinden. Also wenn mein eigenes Kind Unterstützung braucht, kann ich das sofort mobilisieren. Mein eigenes Kind aber nicht. Inneres Kind, das sitzt sozusagen ganz verloren da. Also wir haben eigentlich diese Kompetenzen immer in uns. Ja, und es bedeutet sozusagen eine Rückerinnerung, manchmal auch Loyalitätskonflikte. Also meine Mutter hat mir das gegeben, jetzt ist sie gestorben, dann habe ich ja gar nicht mehr die Erlaubnis, dieses zu empfinden. Ja. Also so, und diese Rückanbindung an das, wie es eigentlich gemeint ist, das könnte die innere Erfahrung sein. Und wenn ich zum Beispiel an das Göttliche oder etwas Übergeordnetes habe, die Empfindung ist genau die gleiche. Ja? Also es ist nicht unterscheidbar. Ja. Und deswegen ist das also auch aus der Sicht des Arztes, des Mediziners, wenn ich dort wieder einen Zugang finde, kann ich auch die häufigste Krebsursache, die wir kennen, ist, sich nicht verbunden zu fühlen. Also wir sind alles Individuum und wir glauben, wir haben die andere Seite des Menschseins sozusagen ein Stück verloren, weil wir uns dort abhängig machen. Ja. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Essenz, die sich hier auch ankündigt, dass wir im Grunde in uns diese Verbindung wieder aufnehmen können. Also von uns aus heraus. Und damit sind wir auch für andere Menschen wieder ein liebenswertes Geschöpfe und ein Gegenüber, mit dem zu leben zum Beispiel sich lohnt. Dieses Verstehen, was Eigenliebe wirklich ist. Und da habe ich vielleicht ein Beispiel. Ruft mich auch eine Dame an, ist einige Jahre zurück in meinem Alter. Und ich wollte immer gerne reisen und ich war Lehrerin, wo Rektorin, meine Tochter studierte. Und dann habe ich beschlossen, ich spare und lass mich früher pensionieren und dann hole ich alles nach. Das hat alles wunderbar geklappt. Meine Tochter war Ärztin, gute Praxis. Ich hatte meine Pensionierung durch. Und 4 Wochen vor meiner Pensionierung fällt meine Tochter in ihrer Praxis um, wird am Kopf operiert und ist seitdem Pflegefall. Ich bin 14 Jahre zu Hause und 14 Jahre kein Schritt aus dem Haus gegangen. Meine Tochter, wenn sie ansprechbar ist, sehr ungehalten und wenn ich nicht dabei bin, freit sie alles zusammen und ich bin am Ende, können Sie was für meine Tochter tun? Und da habe ich gesagt, Sie haben auch ein Leben. Ich nehme mir dann natürlich die Zeit, das nicht so deutlich zu sagen und habe ihr dann letztendlich gesagt, tun Sie endlich das, was Sie immer wollten. Ja. Und lassen sich nicht von den Nachbarn und ihren Verwandten einreden, das darfst du nicht tun und das kannst du der nicht antun. Und wir haben donnerstags abends gesprochen. Dienstags morgens hat sie bei meiner Frau angerufen und hat gesagt, stellen Sie sich vor, ich war Samstag im Reisebüro. Mein Antrag liegt hier neben mir auf dem Tisch. Und gestern Morgen ist meine Tochter aufgestanden, sie ist ansprechbar und geht jetzt ins Heim. Fantastisch. Und das ist Eigenliebe. Ja. Das ist Eigenliebe, die falsch verstanden wird. Das heißt, und das ist genau das Gleiche wie das innere Kind. Das heißt, wir sind so damit beschäftigt, vielfach Normen zu erfüllen und anderen zu gefallen, dass wir ganz vergessen, was wir eigentlich hier wollen. Dass wir die Perspektiven, die unser Leben bietet, gar nicht für uns erkennen. Hm? Und im Umkehrschluss haben Sie das so schön erklärt mit der vertikalen Anbindung. Ja. 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 Also, das Besondere der Gefühle, auch zum Beispiel der Selbstwertschätzung oder der Selbstliebe, ist, dass das ein Gefühl verbindet uns mit der Gegenwart.
Also das, was ich jetzt spüre, ist jetzt. Also ich kann sogar einen Film, der in der Vergangenheit spielt oder in der Zukunft, da habe ich auch ein Gefühl, was jetzt ist. Und also dass unser, so wie wir unser Leben normal leben, kann man dazu auch sagen, horizontales Bewusstsein. Das heißt, wir tun die Dinge nacheinander, die Zeit vergeht, wir schauen auch auf die Uhr, dass nicht zu viel und zu wenig Zeit vergeht. Das ist das Alltagsbewusstsein. Und es gibt die Möglichkeit, sich sozusagen in einer Situation zu befinden, also ich liebe Musik, und wenn ich zum Beispiel das R von Bach höre oder die kleine Nachtmusik oder das Sanctus aus der H-Moll-Messe von Bach, dann habe ich einen Schauer auf dem Rücken und es ist so, wie ob die Zeit steht. Ich würde nie auf die Uhr schauen. Oder für viele, wenn man sozusagen in einem Gefühl der Ekstase ist, das kann im Sport sein, das kann aber auch in der Partnerschaft sein, da ist absolut jetzt. Und das ist eine andere Form des Seins. Man nennt das, Eckhart Tolle hat den, also für mich am besten das auch, sagen wir mal, so beschrieben, dass man es gut verstehen kann. Das nennt er vertikales Bewusstsein. Und wenn dieses Bewusstsein des Alltagsbewusstseins in dem vertikalen Bewusstsein sich sozusagen begegnet, dann entsteht quasi ein Kreuz. Und das ist, glaube ich, für Menschen, die sich dafür interessieren, die schönste oder erfüllendste Form des Seins. Also dort bin ich sozusagen total präsent, auch als Gegenüber. Ich bin ganz ungeteilt in der Aufmerksamkeit im Gespräch. Und das ist das Schönste, was wir Menschen uns schenken können. Also totale Präsenz und Gegenwart. Im Coaching heißt das Flow. Es gibt ein schönes Buch, Fisch. Ich weiß nicht, ob Sie da wird sozusagen also auch beschrieben, wie man auch in schwierigen Lebenssituationen sich an diesen Flow, dieses beidseitige Bewusstsein lernen kann, wieder anzubinden. Und es ist ja also von vielen Ebenen, also Coaching hat sich damit befasst, Kabat-Zinn, also auch in der Bewusstseinsforschung und Achtsamkeitslehre, also dass wir sozusagen lernen wieder nicht nur, also es gibt diesen lustigen Spruch, Gegenwart ist oft das, was geschieht, während ich mit anderem beschäftigt bin. Und das beschreibt einfach die Beschränkung auf dieses horizontale Bewusstsein, was uns aber auspowert und halb leer erscheinen lässt, wenn das nur passiert. Und diese totale Präsenz in der Begegnung im Jetzt, das wärmt das Herz. Ich bin Kardiologe. Das heißt, also, das ist aber etwas, was auch nicht olympisch ist, sondern wo jeder Mensch möchte gemocht, geliebt und wertgeschätzt werden. Wo wir uns alle nachsehnen und wo das Missverständnis ist, dass im horizontalen Bewusstsein, du bist es doch auch, das Smartphone oder jenes, mit der Illusion dann glücklich zu sein. Und das ist unmöglich. Also wir haben zu Hause die Tradition, immer mal zweimal im Jahr zu träumen, meine Frau und ich. Und die letzte Runde ist fiktiv. Was wünsche ich mir, dass Petrus, sollte er Pfortendienst haben, uns fragt? Und wir sind uns total sicher, dass er uns nicht fragt, wie viel haben wir gearbeitet und wie viel hast du verdient, sondern hast du andere Menschen im Herzen berührt? Also bin ich präsent gewesen und hast du dich berühren lassen? Hast du zur Verfügung gestanden für Begegnungen? Und mein Vater ist Theologe, also für mich ist das im Grunde genommen im Neuen Testament, für jemanden, für den das wichtig ist. Aber das ist, glaube ich, erfülltes Leben. Und bedeutet, es ist nur möglich in der Eigenliebe. Also wenn ich die nicht zulasse, komme ich nicht in die Präsenz, in das vertikale Bewusstsein. Genau das war ein Ausspruch, ich frage ja viele der Wesenheiten, die ich fotografieren darf. Und im letzten Jahr wurde das ja... Wer das mal nachschauen möchte, kann sich das auch im Internet anschauen. Wer das ist und was sie zu sagen hatten. Und es kam in der letzten Zeit, also es war immer eine Veränderung.
Und da habe ich auch gefragt, was er zu sagen hatte. Und da sagt er, es ist nicht wichtig, wie berühmt ihr wart. Es ist nicht wichtig, was ihr alles getan habt. Es ist nur wichtig, wie viele Seelen ihr in eurem Leben berührt habt. Ja. Also das ist auch, die Orden, die wir uns umhängen oder uns umhängen lassen, ist ja sozusagen eine Ersatzbefriedigung, also Blechteile, die das ersetzen sollen. Aber also ich, wenn diese Sendung ein Stück dazu beiträgt, diese Idee wiederzugewinnen, die ja immer präsent ist, also Gegenwart ist immer das, was gerade passiert, werden wir uns auch unterhalten. Wenn dieser Anschluss wieder gewinnt, dann braucht man keine Blechmedaillen mehr. Ja, und ich denke auch da, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, ich merke, je einfacher wir diese Dinge sehen, dass wir nochmal mystisch und übersinnlich oder übernatürlich rauslassen, dass Schwingung Schwingung ist, dass Licht einfach Licht ist, dass wenn wir telefonieren wollen, wir den Hörer anmachen wollen und wir denken nicht darüber nach, dass wir beim Telefonieren erstmal, hat noch keiner die Handywelle gesehen, dann geht es eigentlich nicht, dass wir über 10.000 Kilometer zeitgleich sprechen können, machen wir uns keine Gedanken. Wir müssen es anmachen und wir müssen es ausmachen. Und wenn wir einen Stein in der Hand haben und lassen ihn los, dann fällt er uns auf die Füße. Das sind Naturgesetze. Und all diese Dinge, die wir ja eigentlich alle gemeinsam haben, ist diese Einfachheit. Und ich kann nur für mich sprechen und auch einige andere, mit denen ich jetzt engeren Kontakt habe. Je mehr wir dieses berücksichtigt haben, dass es gar nicht, dass es selbstverständlich ist, dass wir eigentlich fühlen können, wie es uns geht, je mehr tut sich. Ja. Also für mich ist zum Beispiel die Biologie eine solche Brücke, weil sie, keiner hat sie, den ich kenne, entwickelt. Es erhebt auch niemand den Anspruch. Und tatsächlich sorgt sie dafür, dass alle biologischen Wesen danach streben, mit einem Minimum an Aufwand möglichst vieles zu erreichen. Ja. Und manche sagen, das ist dann ein göttliches Prinzip. Also ein Prinzip, was kein Mensch sich vorstellen kann, zu verbessern. Und wenn wir dann auch noch sozusagen das Thema von heute besprechen, also nennen wir es Spiritualität in dem Prozess des Gesünder- oder Heilerwerdens. Ich komme aus den 9 Bundesländern, wo mit Spiritualität oft die Furcht vor Spiritismus und Okkultismus oder so ist. Und ich sage dann den Situationen, haben Sie Freunde, die überwiegend geistlos sind? Und wenn dann, nee, das meinen wir ja gar nicht. Aber das meint Spiritualität. Ja. Also, dass ich diese Anteile von mir bewusst mich an ihn freue und nutze. Ja. Also das, so würde ich, so säkular oder so normal würde ich das sehen. Und wenn wir dann auch noch verstehen, dass diese Biologie mit ihrer Kraft der Einfachheit, also mir geht es nur gut, ich bremse mich nicht mehr aus, wenn ich daran glauben kann, dass ich in Ordnung bin. Ja. Ich arbeite mich aber ab an Dingen, die eine Art Enttäuschungsprophylaxe versucht, mir einen Wert darzustellen, dass niemand auf die Idee kommt, mich für nicht wert des Lebens zu halten. Das ist total anstrengend und eigentlich im Sinne unseres heutigen Gesprächs auch gar nicht nötig. Ich sehe gerade ein wunderbares Gefühl, dieses Bild, diese Bäume. Ja. Und ich habe Menschen kennengelernt und selbst auch im Buch beschrieben, die in ihrem Garten in jeder Reihe, hier sind Möhren, da sind Grünkohl oder was auch immer und Salat, die geben in jeder Reihe die letzten 2 Pflanzen für die Tiere. Und das habe ich auf verschiedenen Stellen schon erfahren. Die haben keine Schnecke im Salat. Die letzten beiden Reihen, die sitzen voll von Tieren. Oder dann bei anderen wieder, ich war bei einem Landwirt. Und als ich den durch seinen Garten gehen habe,
das hat mich berührt. Er ging an den Pflanzen vorbei, streichelte die. Aber sein Grünkohl war doppelt so groß wie bei uns. Und das sind diese Dinge, die, glaube ich, noch vergessen werden. Wir sind auch mit jedem Baum, mit jedem Strauch, mit jedem Tier verbunden. Ja. Und sobald wir das für uns annehmen, dass es so ist, haben wir mit allen, ob es jetzt Tiere sind, ob es Bäume sind, mit allen eine enge Verbindung. Und das ist ja auch, was uns die Bäume, was uns die Pflanzen zu sagen haben. Ich habe das Buch ja so abgefasst, dass wir halt eben die Fotos, die Energie, die dahinter steht, abgefragt haben. Und das ist unglaublich, was uns die Natur zu sagen hat. Ja. Und das ist die Einfachheit. Die Natur ist die Einfachheit. Und die Fülle. Ja. Ja. Also wenn ich in dem Baum nur die Festmeter Holz, die ich zu Spänen oder sonstigem verarbeiten kann, sehen kann, werde ich diese ganze andere Dimension überhaupt nicht wahrnehmen können. Aber tatsächlich habe ich sie ausgeblendet. Und aber es gibt Ausblenden beraubt uns aber einer Lebensqualität. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir zunehmend mit Informationen überflutet werden. Und dann sollten wir schon, oder kann es mehr Lebensqualität geben, darauf zu achten, dass man genau diese Anbindung nicht ausblendet, sondern sich dieser Anbindung bewusst ist. Ja. Und es ist etwas, was gepflegt werden will. Also es ist wie ein Kulturgut, was nicht von alleine kommt. Und auch eine Liebesbeziehung braucht der Pflege und der Fürsorge. Also das ist, glaube ich, auf der einen Seite müssen wir loslassen, um dafür offen zu sein. Also wir können uns nicht in das Jetzt-Bewusstsein, das Vertikale, erzwingen. Das geht nicht. Also ich kann auch keinen großen Schraubschlüssel mitnehmen. Das quasi. Aber ich kann mich dort hinein begeben und das bedarf beides. Im Grunde das Bewusstsein, ich bin nicht der liebe Gott. Also ich kann es nicht erzwingen, aber ich kann mich dem hingeben und es ist ein Gefühl der Verbundenheit, wenn man dort ist. Und perspektivisch auch über, wir erfahren systematisch, dass dieses Leben nicht mit dem physischen Tod endet. Das Leben endet zwar mit dem physischen Tod, aber nicht das Sein. Die individuelle Existenz endet nicht. Und das ist doch, kann ja auch eine große Perspektive sein. Ja. Für das Leben. Ja, also ich denke, in unserem horizontalen Bewusstsein können wir da seriös nichts sagen. Meine Frau ist Palliativmedizinerin und erlebt dort regelhaft, so ist auch inzwischen die Ausbildung, dass Menschen, die im Frieden gehen, in den letzten Stunden und Tagen nach anderen greifen, mit irgendjemand sprechen, den wir im Tagesbewusstsein nicht wahrnehmen können. Und wenn man dann noch Gelegenheit, sagen sie, das war doch meine Mutter oder meine Lieblingstante oder irgendjemand. Also es gibt diesen Anteil, der vielleicht nicht stirbt. Wir können es unterschiedlich mutmaßen. Aber es ist, scheint für den, der geht, scheint das gar nicht so schlimm zu sein, wie für die, die trauern. Sondern es scheint, wenn wir schuldenfrei gehen, also nicht belastet sind gegenüber anderen, scheint es eine Übergangsbegleitung zu geben, die tröstet. Dazu gehört aber auch der Respekt der Angehörigen davor, jemanden, vor demjenigen, der geht, ihn auch gehen zu lassen. Ganz, ganz wichtig. Und sagen wir mal, die Schuldenfreiheit anzustreben oder jemanden auch zu vergeben. Also manche lassen jemanden nicht gehen, weil er sagt, er hat doch das noch nicht so für mich getan. Also diese Schuldenfreiheit ist für die jüngere Generation, weil einfach noch beweglicher und zu solchen Dingen wie unserer Sendung ja die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen und Impulse vielleicht mitzunehmen. Dieses Wissen sollte gefördert werden. Und ich bin ganz, ganz froh, dass in der Palliativmedizin eigentlich wirklich, da ist auch Deutschland Vorreiter,
das Land der Dichter und Denker hat dort wieder eine Vorbild- oder Ermutigungsfunktion bekommen, über die ich mich sehr freue. Und sie hat also auch nichts primär mit kirchlich oder irgendetwas zu tun, sondern eine Ermutigung, auch in dem körperlichen Sterben Aspekte zu entdecken, die weiterführen. Ja. Wie auch immer. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eine gute Zeit jetzt gewesen. Also ich bedanke mich für diese, also wirklich so, so vielschichtige Beschreibung und Näherung dieser Thematik der Selbstachtung, der Selbstliebe. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht auch ein Stück Freude empfinden können oder dass es für Sie auch etwas mitschwingt, was Sie für Ihren Alltag nutzen können, in Ihrem eigenen Leben, vielleicht auch mit den Menschen, für die Sie sich verantwortlich fühlen, wo Sie verbunden sind. Deswegen einen guten weiteren schönen Tag oder Abend, eine gute weitere Zeit. Danke fürs Zuschauen und, wenn Sie mögen, bis zu einem nächsten Mal. Auf Wiedersehen.